So, okay, dann sind wir auch mal wieder hier am Start. So, ich könnte auch mal so ein bisschen Erde ablegen, weil die brauche ich jetzt gerade nicht. Wie gesagt, den Rest würde ich dann einfach später terraformen. So, das kommt dann erstmal hier so in die Erdkiste rein. Irgendwie verwechsel ich immer hier das Schwarzeichenholz mit Erde, wegen der Farbe. Da muss man aufpassen. So, Cobblestone kommt auch nochmal in die Kiste rein. So, ich bräuchte auch nochmal eine Kiste für Kupfer eigentlich. So, Kupfer kommt erstmal hier rein, würde ich sagen. So, Äpfel würde ich eigentlich mal hier in die Küche reinpacken. So, kommen wir erstmal hier rein. Okay, und dann lass mal gucken, was man natürlich machen könnte. Und dafür brauche ich mal so ein paar Steinziegel. Genau gesagt, ein paar Steinziegeltreppen. Aber hier nehme ich mir nochmal eben so ein paar Steinziegel. Und ich brauche nochmal Erde. Ja, ist natürlich schlau, dass ich die gerade abgelegt habe. Aber dann hole ich die mal eben wieder. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen Erde. Genau, weil ich wollte nochmal so ein paar Verschönerungen machen. Weil hier haben wir ja am Dach so diese normalen Steinziegel. Oder auf der anderen Seite haben wir das nicht. Das geht natürlich gar nicht. Das ist natürlich eine große Inkonsistenz. Das heißt, hier müsste ich auch mal die ganzen Ränder mit Steinziegeln ersetzen. So mit Steinziegeltreppen eigentlich. Das heißt, ich habe noch ein paar Steinziegel und die mache ich mal eben hier zur Steinziegeltreppen. So, hier die Steinziegel und dann verarbeite ich das mal hier oben zu den schönen Steinziegeltreppen. So, und dann müsste ich mich ja dann so hier hochbauen. Genau, und hier muss das dann einfach alles ausgetauscht werden. So machen wir erstmal. So, das kommt aber eben weg. Dann nochmal hier zur anderen Seite. So, und dann komme ich überall so Steinziegel dran. Wird da bestimmt auch gleich viel schöner aussehen. Dann kann man hier nochmal so ein paar Akzente setzen. Das haben wir ja auch auf der anderen Seite so gemacht. So ist natürlich bei Dächern immer so ein bisschen frickelig. Da muss man sich ja auch immer so konzentrieren, dass man da ja keinen Block falsch setzt. So, von der Seite natürlich auch mal hier das Ganze ausgetauscht. So kommen wir da ran. Genau, da kommen wir ran. Gut, da kommen wir jetzt nicht mehr ran. So, aber jetzt kommen wir da ran. So, und das wird dann auch mal eben so ein bisschen ersetzt. So, hier nochmal so ein kleines Gerüst aus Erde. Das kennt man ja auch. Okay, da ist natürlich wieder einer falsch, der Klassiker. So, wie gesagt, beim Dachbau, da muss man sich auch ganz besonders konzentrieren. Und dann kommt natürlich noch die andere Seite dran. So, da wird auch mal eben hier alles ersetzt. Aber erstmal räume ich das hier mal weg. So, und du kommst auch mal eben weg. Genau, und dann hier dran und hier dran und hier dran. Und dann nochmal so hier dran. So, den ganzen Dreck, den räumt man auch mal eben hier weg. Den braucht ja auch keiner. So, und dann geht es wieder mal nach unten. So. Und dann mal eben gucken. Ja, den Rest kann man nochmal eben hier mitnehmen. So, du kommst auch mal eben weg. Genau, dann sieht es ja auch gleich viel besser aus. Das gleiche Spiel müssen wir natürlich da machen und natürlich noch auf der Seite. So, das würde ich eben mal hier so anfangen. So, könnte ein bisschen langweilig werden, aber das muss ja mal gemacht werden. Okay, hier haben wir dann Slabs, dann brauche ich ja auch nochmal hier die Steinziegel. Slabs und auch ganze Steinziegelblöcke brauche ich noch.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Okay, den wollte ich eigentlich nicht wegmachen. Aber hier kommen dann nochmal hier die Steinsiegel hin. So, vielleicht muss ich dann wieder so ein bisschen eine Cleanstone abbauen. So, aber wir haben hier unsere Cleanstone-Mine. Also ich hätte mir gedacht, wir konnten ja dann später da eine Monsterfarm reinmachen, wenn wir da genügend abgebaut haben. Denn dafür würde sich so ein großer Hohlraum, so ein unterirdischer Hohlraum doch ganz gut eignen. So, noch die andere Seite, die muss ja auch nochmal gemacht werden. Das heißt, hier kommen die ganzen Dinger eben mal raus. So, hier geht es wieder mal nach oben und genau, das wird dann auch mal hier mitgenommen. So, hier Steinziegel, 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 Steinziegel. So, okay, was eigentlich mit meinen Huschen, Diamantstiefel, die hatte ich doch mal. Aber ich glaube, die waren stark beschädigt. Die wollte ich ja, glaube ich, reparieren. Müssen mal gucken, wo die sind, weil zum Bauen sind die wirklich optimal. Damit kann man viel schneller sneaken hier. Okay, das mache ich mal eben dicht. Hat keiner gesehen. So, und dann bräuchte ich nochmal so ein paar Steinziegel. So, wo sind denn hier meine Stiefel eigentlich? Ich meine, die Huschenstiefel. Wo waren die denn? Die haben wir nur Feuerschutz 4, aber das sind auch keine Stiefel. Müsste ich mal gucken, wo ich die abgelegt habe. Ja, das waren die auch nicht. Okay, wo sind die Stiefel hin? Die hatte ich doch irgendwo. Okay, diamantanisch, das ist es jetzt nicht. Vielleicht waren sie hier drin. Aber hier sehe ich jetzt auch nichts. Komisch. Also die hatte ich doch irgendwo drin. Oder sind die mir kaputt gegangen und ich habe es nicht gemerkt? Das wäre natürlich schon ein bisschen blöd. Hier auch keine Stiefel und hier auch keine. Okay, das war jetzt auch nicht so toll. Okay, ich dachte, ich hätte die noch irgendwo gehabt, aber die sehe ich jetzt nirgendwo. So, aber ich würde erstmal hier so ein bisschen Cleanstone abbauen. Und warum habe ich jetzt hier noch Diamantstiefel drin? Okay, sehr komisch. Kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Okay, jetzt habe ich meine Spitzhacke weggeworfen. Das wollte ich jetzt nicht. Okay, dann würde ich erstmal hier so ein bisschen Cleanstone mir besorgen. So, geht's erstmal wieder hier in die Steinmine, das Endlager. Genau, und hier können wir dann später noch so eine schöne Monsterfarm reinmachen. Und ich glaube, dafür würde ich den ganzen Raum nochmal hier in die Richtung so ein bisschen erweitern. Machen wir mal eben. So, und dabei sammeln wir natürlich auch nochmal schön Cleanstone. So, dann kann man hier halt noch so ein bisschen durchgehen. So, und das wird dann hier alles erstmal mitgenommen. So, wir brauchen nur ein bisschen, allzu viel brauchen wir dafür jetzt nicht. Ja, das reicht ja eigentlich. So, der ganze Rest wird eben mal mitgenommen. Und dann haben wir ja alles, was wir brauchten. So, und dann geht's hier mal gleich weiter. So, dann bin ich erstmal hier zur Steinsäge, dann brauche ich ja hier noch ein paar Steinziegel. So, und ja, so ein paar Slabs brauche ich auch noch. Zwei Stück, die reichen, denke ich mal. So, genau. Dann muss nämlich noch hier das Mittelteil eingesetzt werden. So, geht erstmal wieder hier nach oben und genau, da kommt hier der ganze Block hin und hier kommt dann der Slab drauf. Und eigentlich da müsste ja auch noch alles ausgetauscht werden. Aber das ist ja auch mal eben schnell gemacht.
So, Steinsegel haben wir hier am Start. So, und dann kommen hier mal Steinsegel hin. So, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. So, und die Innenseite, die muss auch nochmal eben gemacht werden. So, da wird natürlich auch alles hier mit Steinsegeln ausgekleidet. So, den nehme ich nochmal eben mit. Genau, dann ist die Seite soweit fertig. So, dann räume ich hier noch eben mal den Erdturm weg. So, da wird es auch gleich dunkel. Eigentlich voll schön, hier einfach mal stehen und den Sonnenuntergang betrachten. Aber schade, dass der Baum dann die Sonne verdeckt. Aber sieht auch cool aus, auf jeden Fall. Da würde ich sagen, es ist auch mal Zeit, schlafen zu gehen. So, erstmal hier schön durchschlafen. Wird auch mal eben gemacht. So, und dann geht's gleich mal hier zur anderen Seite. Genau. Denn hier müssen ja auch noch die ganzen Steinsegel ausgetauscht werden. Und was ist denn das? Was ist denn hier mit der Erde? Das geht ja gar nicht. Die muss natürlich auch mal hier entfernt werden. Immer diese Schlampigkeit hier. Ist denn auf der anderen Seite Erde drin? Ach, tatsächlich. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass ich wirklich so nachlässig hier bin. Ach, und da fängt natürlich auch gleich an zu regnen. Der Klassiker. So werde ich einfach im Regen stehen gelassen. So, dann muss hier nochmal eben alles ausgetauscht werden. So, jetzt haben wir ja die Steinsegel und die kommen dann auch mal eben hier hin. So, und von der Innenseite auch noch eben hier ausgetauscht. So, ich müsste mal hier richtige Sprechen lernen. Geht ja gar nicht hier bei den ganzen Versprechern. So, dann eben das mal wieder mitgenommen. Genau, und dann müssten wir nur noch das Dach hier austauschen und dann wären wir auch fertig. Okay, die Seitendächer, da haben wir keine Steinsiegel. Die müssten wir dann auch noch machen, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt in dieser Aufnahme machen. So, das hier kommt dann mal weg. So, und dann kommen hier auch die Steinsegel hin und dann nochmal eben die Seite. So, können wir hier schön am Dach bauen, während wir den schönen Regensounds hier lauschen. Erstmal hier schön Regen-ASMR. So, Steinsegel, 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 Steinsegel und dann nochmal hier so ein paar Steinsegel. So, und das gleiche natürlich nochmal hier von der Innenseite gemacht. So, geht's erstmal wieder hier nach oben. So, und das hier kommt erstmal wieder weg. So, Steinsegel, Steinsegel, Steinsegel. Gleich haben wir auch keine Steinsegel mehr. Aber ich hoffe, das wird ausreichen. Ja, das reicht auf jeden Fall aus für dieses Dach. So, dann nochmal hier alles eingesammelt. Genau, und dann sind wir auch mit dieser Seite hier fertig. So, lass mal eben gucken. Ja, das kann sich ja schon mal sehen lassen, würde ich sagen. Ja gut, leider sehen wir jetzt nicht allzu viel wegen des Regens. Aber bei klarem Wetter sieht das sicher sehr schön aus, kann ich mir vorstellen. So, würde ich erstmal hier so ein paar Kartoffeln essen. So, wieder mal so ein bisschen Kraft tanken nach der Arbeit. So, natürlich sind wir jetzt sehr überladen, den ganzen Tiefenschiefer, den müsste ich mal ablegen hier. Wir haben jetzt so eine schöne Tiefenschieferkiste. So, Tiefenschiefertreppen kommen wir eben hier rein, dann noch Tiefenschiefer-Slips. Und dann noch hier Tiefenschieferfliesen.
So, Steinziegel würde ich auch mal hier ablegen in die Steinziegelkiste. Genau, da kommen dann mal hier die Steinziegel rein. So, haben wir das mal eben gemacht. So, und dann würde ich auch mal hier zum Ende der Aufnahme kommen. Und ich sag mal, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme-Folge. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.